Jetzt läuft sie, ne? Aufzeichnung wird gestartet. Hast du angenommen? Ja, jetzt läuft's. Ja, servus, ich bin's, Daniel, und ich mache heute ein Interview mit einem weiteren TI. Und das ist der Adrian Lachstädter. Und stell dich mal kurz vor, was. Ja, also ich bin der Adrian Lachstädter, beziehungsweise ich nenne mich überall Adrian aus der Familie Adrian Milosevic oder aus der Adrian aus der Familie Milosevic, weil ich mit dieser Satanistenfamilie Lachstädter, das ist eine Satanisten-Freimaurerfamilie, nichts mehr zu tun haben will. Und auch mit der Person nichts, die ja letztendlich dem Vatikan dann gehört und unter See- und Handelsrecht ist. Und deswegen nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic. Ich bin am 20. Dezember 2002, das ist zumindest, was man mir sagt, geboren worden. Ich glaube allerdings, dass ich 2 Jahre vorher geboren bin, also 2000. Und dass das Ganze nur eine Cover-Story ist. Ja, und dass man im Prinzip mit Mind Control diese 2 Jahre ausgelöscht hat. Genau. Geburtsort hat man mir gesagt, Bad Gandersheim. Allerdings, wohl die... diese Klinik schon zugehabt hatte, wo die Geburten stattfinden. Genau, aber wenn ich jetzt 2000 geboren wäre, dann kann es sogar noch sein, dass ich auch in Einbeck hier geboren bin. Dazu kann ich leider nichts sagen, weiß ich nicht. Ja, meine Familie macht den Mund nicht auf. Also es wird von offizieller Seite noch versucht, wie gesagt, alles abzustreiten. Und ja, also... Obwohl die wissen, dass ich bin nämlich Projekt Monarch Beta-Opfer, also Sexsklaverei. Genau. Gehirnwasch MK-Ultra-Opfer vom deutschen BND, vom amerikanischen CIA. Ja, genau. Das sind eigentlich die Hauptakteure und Täter, die bei mir das Ganze hier betreiben. Ja, genau. Ich werde hier jeden Tag seit meinem dritten Lebensjahr elektromagnetisch vergewaltigt, bis zum Orgasmus teilweise auch, manchmal bis zum Lusttropfen, manchmal nur bis zum Orgasmus, in der Hoffnung, mich halt irgendwie jetzt noch schwul machen zu können, beziehungsweise mir irgendwie eine pädophile Kontrollakte oder sowas anzulegen, um mich dann halt reinzuziehen in dieses ganze Kartell quasi. Ja, damit man mich dann halt zum Schweigen bringen kann und mich dann halt erpressen kann, so, das versucht man jetzt seit meinem dritten Lebensjahr, mich irgendwie umzuschwulen und aber das funktioniert nicht, wie gesagt, weil mein Wille halt auch zu stark ist dafür und ja, genau. Also das ist jetzt meine Story in der Kurzfassung. Das ist schon heftig, ne? Ja. Aber das, weil du Vergewaltigung ansprichst, bei mir machen sie ja das Gleiche. Also bei mir war das ähnlich, also bei mir ist auch alles so ein bisschen mysteriös. Es ist auf jeden Fall MK-Ultra-Programm, welches bei mir weiß ich nicht genau, ob das Monarch ist oder Artischocke oder irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Das wollen sie mir auch nicht verraten. Aber bei mir war das alles mysteriös. Ich bin ein Heimkind, ich bin im Heim aufgewachsen, ich bin auch Großwach im Heim, bin so mit knapp 17, bin ich aus dem Heim dann rausgekommen und dann kam ich in eine Beziehung, dann habe ich ein Mädchen kennengelernt, mit der habe ich auch ein Kind zusammen. Und bei also ganz ihr... Kurz nochmal, ich will dich nicht unterbrechen, auf YouTube könnt ihr mich übrigens alle finden. Also ich habe mehrere Kanäle, mehrere wurden mir auch schon gelöscht. Unter anarchistischer Wahrheitskämpfer 2, du kannst ja die Links dann auch nochmal dann reinpacken. Ja, natürlich, ich poste die Links von uns nein. Anarchistischer Wahrheitskämpfer 2, ich hatte damals schon mal einen Kanal, der hieß Anarchist. Genau. Dann Adrian Milosevic 2 haben sie mir heute zugemacht. Adrian Milosevic vor ein paar Wochen oder so. Dann habe ich noch Adrian Milosevic 3 und Adrian from the Family Milosevic. Und auf BitChute, www.bitchute.com/anarchist-truthfighter. Und auf WTube, www.tube.org/user oder users, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann /Adrian Milosevic. Genau. Das muss man auf jeden Fall nein. Und auf Telegram t.me/Adrian Milosevic. Also ich habe auch einen Telegram-Chat. Genau, so, das war's. Ja. Das muss man auf jeden Fall nein, dass die Leute sich darüber informieren können, ne? Weil man stellt uns ja immer
Hier, Ja. ne? Die kaputt sind. Ne? Ja, aber mal, um die Geschichte kurz zu fassen bei mir. Auf jeden Fall, ich kam dann in eine Beziehung, das war ganz mysteriös, mit der habe ich auch ein Kind zusammen. Und do, zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihr zusammen ein Kind gehabt habe, hat es ganz komisch und merkwürdig angefangen gehabt bei mir. Do, heute kenne ich schon das, wenn du mit elektromagnetischen Waffen, wenn du angegriffen wirst, heute macht man es so richtig so, dass man es extrem und intensiv merkt, absichtlich, um jemanden bestialisch zu quälen und zu foltern. Damals war das aber so gewesen, ich habe nur davon nichts gewusst. Ich habe nur Auswirkungen gespürt, in dem Sinne müssen sie mir in den Kopf geschossen haben. Ich fand, bei mir war das so, dass ich von heute auf morgen einfach ein ganz komisches, merkwürdiges Gefühl hatte. Das war nicht normal gewesen. Das war keine Psychose oder sonst irgendwie was. Oder, ne? Ich meine, sowas kommt ja sowieso nicht von heute auf morgen, aber auf jeden Fall müssen sie mir da in den Kopf geschossen haben und dort dieses ganze Zersetzungsprogramm angefangen. Da haben sie das angefangen, das Zersetzungsprogramm. Das hat sich immer weiter fortgeführt, haben mir die Beziehung kaputt gemacht, zerstört, haben mich quasi isoliert. Dann langsam, ich bin dann nochmal in einer Beziehung. Nein, komme mit einer anderen Freundin, mit einer anderen Ex und haben sie genau dieselbe Scheiße auch gemacht. Und seitdem bin ich jetzt auch Single, bin auch Single geblieben. Man kann sich auch mal vorstellen, ich war da 17 Jahre, ich bin jetzt halt 32, bei nächsten Monat 33, wie viele Jahre man das schon macht. Ne? Und jetzt im Januar 2019, das war der 15. rum gewesen, haben sie sich immer, also Woche vorher schon bemerkbar gemacht. Mit so einem hochfrequenten Ton. Ich bin halt ein Zocker, das ist meine Leidenschaft. Ich habe war da immer am PC gehockt und habe immer nachts gezockt, speziell nachts immer aktiv gewesen und gezockt halt. Und auf jeden Fall immer so gegen 3 Uhr. Das war immer so ein hochfrequenter Ton zu hören. Das haben die jeden Tag gemacht, also jede Nacht. Und ich bin da aufmerksam drauf wache und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Aber wo kommt denn die Scheiße überhaupt her? Ist es vielleicht der Nachbar drunter, macht er das mit Absicht, um mich doch vielleicht aus der Wohnung rauszumobben? Gibt es so sowas? Ne? Es gibt ja Arschlöcher von Nachbarn, die sowas machen. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und so. Und bin irgendwann mal auf den Mike Klein, den kennst du wahrscheinlich auch, der angebliche Terrorist gestoßen, habe mir sein Video und so angeguckt, habe das so alles so verglichen und mit der Frequenz und so. Also mit dem Magnetometer kannst du wirklich Magnetfelder messen, zwar nicht so genau, bringt auch es. Ja. Ist kein Beweis. Also man merkt, dass so was höher ist, als es soll, dass was da ist. Und ich wusste dann, jo, ich bin in der Überwachung drin, ich habe meine Schnauze zu weit aufgerissen und so. Aber die haben jeden Morgen, weil ich wusste ja dann auch, die können mit der Waffe schießen, weil der Mike Klein acht Bilder hat für von Verletzungen und sowas. Das haben sie bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bei mir gemacht, zumindest habe ich nichts gemerkt. Und die haben jeden Morgen meinen Vogel um 8, 9 Uhr durch die Käfig gejagt und haben durch die Käfig geschossen. Krank Ich habe mir das sowas, ein paar Tage angeguckt. Ja, mein Wellensittich, den ich zuerst gekriegt habe. Ich habe mir das ein paar Tage angeguckt gehabt. Und dann habe ich gesagt, so Leute, jetzt reicht's. Ihr beschießt hier nicht mehr mein Wellensittich. Wenn ihr jetzt noch immer mein Wellensittich hier beschießt, das arme Vöckelchen hier. Und ich kriege euch in die Finger irgendwann, dann ist der Teufel los. Ich schlag euch kaputt. Und ab dem Zeitpunkt war das dann vorbei. Dann haben sie mich am gleichen Tag angefangen zu vergewaltigen. Herzimpulsschüsse, in den Kopf reinschieße, die Gelenke, Körper beschieße. Dann haben sie angefangen mit dem Darmverschluss, mit dem ich schon seit mehr als 2 Jahren rumkämpfen muss, dass die mich aufs Klo lasse. Und haben mir am gleichen Tag, als ich denen gedroht habe, mein Wellensittich totgeschossen. Ich bin am gleichen Tag zu meiner Mutter und als ich zurückgekommen bin, war mein Wellensittich tot in der Ecke lecker. Da haben sie ihn umgebracht. Das ist die Geschichte und seitdem dauerhaft nonstop Folter. 24 Stunden am Tag. Krass, ne? also heftig sowas. Ja. Ja, bei mir ist das so, also ich kann nicht genau sagen, was jetzt elektromagnetische Waffen sind. Also wie gesagt, ich bin da eher von Dr. Catherine Horton überzeugt. Ja, die meint ja wohl, dass das auch Nanotechnologie und Militär, also Implantate und moderne Militärtechnik eingesetzt werden. Und ich würde eher sagen, dass ich ein Betroffener auch von dieser Nanotechnologie bin und diesen Morgellons und dieser modernen Militärtechnik. Also bei mir bearbeitet man jeden Tag seit 5 Jahren 24/7 die Schulter.
Ja, bei mir ist es jetzt hier die rechte. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann auf dem Video dann nachher, ob das dann spiegelverkehrt ist. Auf jeden Fall, die wird mir bearbeitet, teilweise auch die linke. Und das ist dann so schlimm. Da habe ich auch Messungen auf meinem Kanal Adrian from the Family Milosevic. Das ist dann so schlimm, wie gesagt, dass ich den Arm dann teilweise gar nicht mehr benutzen kann. Und ich drücke dann hier oben rum und ich drücke dann hier unten rum und das kann ich im Prinzip alle 2 Minuten machen oder ich drücke dann hier so die Arme und so und ja, im Prinzip einfach irgendwie, um die Schmerzen irgendwie loszuwerden. Aber letzten Endes kann man da leider nichts machen. Ja, abschirmen oder so bringt auch nichts. Was ich machen könnte, ist, ich könnte mir, aber da habe ich kein Geld für. Wie gesagt, ich lebe von Spenden momentan. Hartz IV ist in Arbeit. So ein Faraday-Käfig für 1.000 € holen, so fürs Bett, so eine Metallabschirmung, aber da kann ich mich auch nicht den ganzen Tag aufhalten, ist ja klar. Das heißt, so oder so, irgendwann greifen sie mich dann wieder an. Genau, und ich habe mir da so ein Messgerät dann mal gekauft ja, der Firma Vimo.com oder so, und das ist das Acecho MK2, genau, und dann, ja, wie gesagt, bis ans Maximum schlägt das hier an. Das heißt also, ich habe 100% auch hier Militärtechnik implantiert. Ich habe Militärtechnik am Nacken implantiert, also wie gesagt, Nanotech oder ich weiß nicht, wie gesagt, was genau das ist. Oder ob ich schon so eine Form von Hydrogel, also da hat ja der Whistleblower Brian Tumor was gesagt, so Nanohydrogel, was extrem leitend ist, quasi, dass man dann anfällig für diese Mobilfunkfrequenzen ist. Auf jeden Fall bin ich schon mit moderner Militärtechnologie auch ausgestattet. Das heißt, ich kann auch ohne Handy 24/7 geortet werden, egal wo ich bin. Ja, ich schon. Genau, ich werde auch, bin auch Opfer vom Straßentheater. Also sobald ich das Haus verlasse, ja, Straßenstalking. Man hat auch schon Unfälle verursacht, dass ich irgendwie dann ein bisschen später zur Schule komme und so eine Scheiße alles. Ja, das waren dann BND-Agenten, die dann einen absichtlichen Unfall gemacht haben. Ja, so eine Geschichte habe ich auch schon gehabt. Ne? Wie gesagt, das Was ist man sich nirgends. so alles einfallen lässt, um jemanden auf den Sack zu gehen. Ne? Ja, es war vorhin bei mir auch wieder ein gutes Beispiel, als ich kurz in der Stadt war. Da hat man extra absichtlich eine Müllabfuhr direkt vor uns hingestellt. Ja, eine Müllabfuhr. Und die war natürlich sehr auffällig. Normalerweise, wenn jetzt eine Müllabfuhr hier irgendwie fährt oder so, aber die haben das absichtlich gemacht. Wir waren wirklich weit über 10 Minuten, waren wir hinter denen her. So eine kleine Straße. Wir haben so da an der Mülltonne so rumgemacht, rumgeguckt und ne, natürlich total auffällig. Ich habe natürlich gewusst, dass das Stalker sind und dass die mir auf den Sack gehen. Meine Mutter, die neben dran gehockt hat, hat natürlich davon keine Ahnung gehabt. Ne? Man macht es immer so, dass es Außenstehende, für die kommt es immer so normal rüber. Aber Ja. man macht es genau so, dass der Betroffene es Absolut. sofort merkt. Also wir stalken dich. Also die machen es auf sich aufmerksam. Ne? Ja, das hat sich ja aus dieser Stasi- und Gestapo-Technik entwickelt. Die Stasi hat es damals unter Zersetzung getrieben, ne? Die Hauseinbrüche, das Sachen verschieben und so weiter. Ne? Genau. Ja, im Prinzip. Und der BND hat das dann einfach so kopiert und übernommen. Man hat auch 70.000, so wie ich das weiß, Stasi-Mitarbeiter, inoffizielle Mitarbeiter und so weiter halt einfach wieder übernommen. Also es ist im Prinzip noch genau die gleiche Scheiße und diese ganze rote Soße ist dann quasi einfach, als die Grenze aufging, ist dann einfach in BND rein. Also wir haben, der Nur. BND ist, das ist richtig abartig. BND ist hier, ey, das ist ein rot-braunes, faschistisches, irgendwas, ein Konstrukt. Es geht einfach nur noch darum, die Leute zu quälen, die Leute zu töten. Geld machen mit Pornos, mit Menschenhandel, unter anderem mit mir, wie gesagt, man versucht es, aber es funktioniert bei mir nicht, weil ich nicht bescheuert bin, so wie diese Leute da. Und also im Prinzip Sex, Drugs, ne, das ist so das Geheimdienstbusiness. Leute, die nicht parieren wie ich, werden ermordet. Ja, ich bin übrigens auch, ich hoffe, man kann mir jetzt irgendwie ein bisschen nachsehen, wenn ich ein bisschen durcheinander bin. Ich werde auch jeden Tag mit elektromagnetischen Waffen und wie gesagt, diesen Militärtechnik-Implantaten. Wie gesagt, dazu empfehle ich mal das Video Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität, mal anzuschauen. Habe ich auch auf meinem Kanal
also für deine Zuschauer jetzt, internationale Staatskriminalität. Das habe ich auch auf meinem Kanal Adrian from the Family Milosevic. Das sind alles Kanäle, die ich haben alle so ein durchgestrichenes Freimaurer-Logo mit, ja, genau, so ein schwarzes, auf einem schwarzen Hintergrund. Und ja, ich werde natürlich auch jede Nacht wach gehalten. Das heißt also, schlafen ist meistens nicht. Schlafentzugsfolger. Schlafentzugsfolger ist es, ne? Das Ja, ist, seit wenn er, 5 Jahren geht das das ist noch dauerhaft. die Quote Nummer 1, wo so einem Schlafentzugsfolger, ne? Ja, es gibt, also die Sache, die man bei uns macht, die sind alle ähnlich, ne? Das ist so, du wirst attackiert, du wirst beschossen mit Mikrowelle und gut, mit den Implantaten, ich will es nicht abstreiten, dass es die nicht gibt. Man benutzt mehrere Waffe-Typen, ne? Also das ist einfach so. Also das ist psychologische und physische Kriegsführung, die man hier gegen Einzelpersonen führt, ganz klar, das ist Fakt. Und Absolut. klar, wer soll's denn sein, wenn es nicht der Geheimdienst ist? Wer soll es denn werden sein? Solche Waffe besitzt nur das Militär und die Geheimdienste. Das ist einfach so. Ja, das ist nicht irgend so eine komische Trupp, irgend so Mafia oder sowas. Ne? Das sind die eigenen Geheimdienste mit Auslandsgeheimdienste. Ne? Die arbeiten ja sowieso alle in Hand zusammen. Das ist sowieso Absolut. für mich alles der selbe Haufe. Ja, und was halt wichtig ist, dass die Öffentlichkeit weiß darüber, dass der Bundesnachrichtendienst überhaupt gar nicht das Land wirklich verteidigt. Also das macht er gar nicht. Ja, der zieht vom Volk das Geld ab, kassiert Geld, ja, Ja. für Sache. Er stellt sich zwar als heiliger Ritter hier, als Staatsschützer und sowas, der schützt gar nichts. Der greift hier feig und hinterhältig die Menschen an und zieht uns noch dafür ab. Ja, so ist es. Ne? Also der kassiert von uns Geld und foltert uns noch. Also wir bezahlen quasi unsere eigene Folterknechte. Ja. So ist Ja, es. deswegen, ich habe auch schon in mehreren Videos zum Generalstreik aufgerufen. Ja. Und Das wird uns ja, oder verdient. am besten, so doof sich das anhört, Steuern hinterziehen, verweigern, wo du kannst. Wie gesagt, es hört sich doof an, aber es ist so. Das Geld geht an Verbrecher und Ja. ja, man kann sich wohl auch, wie gesagt, wir sind ja hier alle im Prinzip unter See- und Handelsrecht. Ne? Wir haben ja, Deutschland hat ja keinen Friedensvertrag. Ne? Das Ja, wir heißt sind also, laut der ja. Haager Landkriegsordnung ist es ja sowieso verboten. Also wir Deutschen haben eigentlich eine gute Situation. Die Deutschen müssen es bloß erstmal wissen. Verboten halt, ja, Eigentum einzuziehen, Steuern einzutreiben. Ne? Dann gibt Das es auch noch stimmt. die Kaiserlichen, die meinen, es ist wohl halt auch Hitler war schon unter Seerecht alles und das war auch alles schon eine Firma und das Kaiserreich ist ja noch im Belagerungszustand, weil der Kaiser das nie aufgehoben hat. Wie gesagt, ich bin auch mit politischen Dingen nicht so, also zu meiner politischen Einstellung, ich bin ja sowieso Anarchist, also ich lehne alles komplett ab. Genau aus diesem Grund hier, weil das endet dann alles, egal welches System, immer in Korruption, in Mord und Ja. Totschlag, weil es steht ja auch in der Bibel, dass Menschen irgendwie nicht über andere Menschen herrschen sollen, weil genau so eine Scheiße nämlich dann dabei rauskommt, was jetzt hier ist. Irgendwann, das ist nämlich das Gesetz der Systemanalyse, so wie Dr. Catherine Horton das immer sagt, ne? Früher Richtig. oder später wird jedes System korrupt, egal wie gut die Leute sind. Nach 10 bis 20 Jahren, irgendwann fängt das an. Ne, weil Kontrollpositionen und so Pyramidensysteme, das sind ja so Psychopathenmagneten, die zieht es dann ganz nach oben an. Und solange wir diese Pyramidensysteme haben oder Systeme, wo es halt, wo man viel Macht ausüben kann, wird es natürlich auch diese Psychopathen geben und die werden sich dann da einsetzen diese Position, weitere Psychopathen dann unter sich und um sich dann halt platzieren. Ne? Also es ist eigentlich ganz logisch, rational und es ergibt sich eigentlich. Bloß diese Gedankengänge wollen die meisten Leute ja halt nicht wahrhaben, irgendwie, ne? Leider. Ja, das ist aber wirklich so, ja. Und die Psychopathen, die kommen ja meistens, oftmals sind sie auch schwul, die kommen halt meistens, aber weil sie Psychopathen sind, die sind skrupelloser, denen ist alles scheißegal, die gehen doch auch über Leiche und deswegen können sie sich besser durchkämpfen an die oberste Spitze, wie jemand, der halt noch ein richtiger Mensch ist, wie wir zum Beispiel. Weil ich überlege mir, wenn ich jetzt halt hier an die Spitze gehe,
Da müsste ich aber den Kollege und den Kollege total übers Ohr hauen. Das mache ich von mir aus nicht, weil ich will denen zwei Menschen keinen Schaden irgendwie zufügen oder so. Und die sind genau anders da. Der nächste ist scheißegal. Die machen alles und jeden Blatt, der sich in den Weg stellt, nur um noch ganz nach oben zu kommen. Deswegen sind sie auch Psychopathen. Ja, das ist so. Das ist das Problem. Ich lehne natürlich, achte die ganze Systeme, der ganze Scheiße lehne ich alles ab. Speziell das Bankensystem, was wir hier laufen haben. Es ist ein Abzockersystem, noch Strich und Faden. Vor allem das Zinssystem ist eine Abzocke hoch 10. Ne? Das wissen wir ja alle. Und übelst krasse Frechheit finde ich, dass ein paar Privatleute, so ein paar Mongos, Rockefeller und Co., die einzigsten Menschen sind hier auf dem Planet, die Geld aus dem Nichts schaffen können. Das muss man sich schon mal vorstellen. Ja. Stell dir mal vor, du kannst dir Geld aus dem Nichts schaffen. Ja. Was das für macht. Ja. Ja, das muss weg. Das muss einfach weg. Alles. Das ganze System ist am Arsch. Gut, ja. Ja, dafür kämpfe ich ja auch und du ja auch, ne? Und Dr. Cass Ja, Runhausen absolut. auch. Absolut, ja. Das muss man machen. Wer soll es nach sonst machen? Ich meine, es gibt einige, die ach gefoltert werden, die ach Videos machen und so. Da gibt es viele jo Im mittlerweile. Ist deutschsprachigen Raum gibt es ja leider nicht vieles, deswegen habe ich ja auch mir dann irgendwann gedacht, so jetzt machst du mal einen Kanal. Im englischsprachigen Raum gibt es einen Targeted Individuals oder Gangstalking. Und in Deutschland, was ist da los? Da gibt es, es gibt mich, es gibt Dr., es gibt dich, es gibt Dr. Catherine Horton, es gibt diesen Michael Gleim, dann gibt es Jasmin Özil und das war es im Prinzip auch eigentlich schon. Ansonsten fällt mir jetzt keiner weiter mehr ein, ne? Der jetzt groß irgendwie was. Du gibst noch ein paar mehr, Mark Fangerau und so, aber es sind noch zu wenige. Viele trauen sich schon nicht, den Mund aufzumachen. Es sind jetzt ein paar noch gerückt, nachdem wo wir da unsere Videos gemacht haben und machen und die das so sehen und denken sich dann, jo, wir müssen an die Öffentlichkeit damit. Ne? Die meisten haben jo Angst davor, hier wäre in Deutschland, wenn du den Mund aufmachst, über elektromagnetische Waffen und so sprichst. Und über das MK Ultra und über Gangstalking. Paranoide Schizophrenie, das ist ja dann ihr Hauptding, womit sie dann die Betroffene ja, unglaubwürdig dastehen, gut machen wollen, ne? Und als verwirrte Verrückte oder sowas sie stellen wollen. Deswegen machen das viele auch nicht, weil sie einfach Angst davor haben. Vor allem viele sind ja betroffen, wo ich auch kenne, in Telegram oder so. Die zwar sie in Telegram-Gruppe kommunizieren und schreiben, was man mit denen macht und so, aber die machen keine Videos, weil viele private Leute von denen, also wo sie persönlich kennen, wenn die die Videos sehen oder so, haben sie Angst davor, ne? Dann als gestört abgestempelt zu werden, als dann, ne? Das ist Ja, ja das Problem. dazu habe ich ja, das hat der Dr. Catherine Horton Gott sei Dank schon enthüllt. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Oder ich habe ihr Video besser gesagt neu hochgeladen. Psychiatrien sind Nazi-Todeslager. Das gibt es einmal auf Anarchistischer Wahrheitskämpfer 2 und auf Adrian from the Family Milosevic. Oder bei Dr. Catherine Horton einfach bei YouTube mal eingeben. Neueste Nachrichten, Dr. Catherine Horton, Stop 007. Und die hat dann auch gesagt, dass das letzten Endes nichts, Psychiatrien nichts anderes als Nazi-Internierungs- und Exterminierungslager sind. Und dass diese paranoide Schizophrenie nichts anderes als ein moderner Judenstern ist im Prinzip. Und dass es ist ja auch so eine Cover-Story ist, um halt einfach jeden x-beliebigen mundtot zu machen. Das kann man über jeden sagen, paranoide Schizophrenie, ne? Richtig. Ja, das ganze Psychiatriesystem ist eine Lüge. Es sind Nazi-Exterminierungslager und Konzentrationslager, Internierungslager, kommt letzten Endes irgendwie alles dasselbe bei raus. Bloß, man kann es heutzutage halt nicht mehr so offen machen, weil ja, es würde ja keiner mitmachen, wenn die Psychiatrie Todeslager heißen würde und wenn das so aussehen würde wie so ein KZ. Das machen die Leute ja nicht mehr mit. Deswegen hat man sich halt schön aufgezogen. Die Doktoren laufen hier schön mit so einem, hier, was weiß ich, mit so einem Schildchen rum, Dr. XY und oh, und dann die denken, die Leute lassen sich einlullen von diesem offiziellen, von diesem Stempel, von diesem Getue, von diesem Lalala, ne? Und dann denken die sich so, oh, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ja, aber da muss man sich mal fragen, wer hat denn dieses Psychiatriekartell aufgebaut? Das waren Freimaurer, das waren Pädophile, das waren Satanisten, ne?
Ja, man kann sich ja im Prinzip hier auch schon mal fragen. Deutschland hat ja keine Verfassung. Was macht dann der Verfassungsschutz übrigens? Ne? Das ist, Da ne? müsste Was ja machen die Grundgesetz dann? in Was zwei machen? Und da fängt es dann Wochen schon mal, und da fängt es dann übrigens schon mal an. Ne? Ja, das stimmt. Das ist auch, ja. Wir haben keine Verfassung. Die BRD ist auch kein Staat. Nein. Das ist eine Firma. GmbH steht doch auch im Handelsregister so drin. Ja, Absolut. also ist See- und Handelsrecht. Es ist kein Völkerrecht. Ja. Ich sag, also die ganze Politik Clowns und sowas. Da möchte ich mal kurz intervenieren, wobei letzten Endes ist es ja auch egal, ob See- und Handelsrecht oder Völkerrecht wichtig ist, ja, beziehungsweise ist es nicht egal, aber wichtig ist, dass wir halt die guten Leute halt wieder nach oben befördern. Das bringt sonst nämlich alles nichts. Solange wir halt diese Psychopathen halt überall sitzen haben und die Geheimdienste halt haben, ist es egal, ob wir im See- und Völkerrecht, im See- und Handelsrecht sind oder im Völkerrecht uns befinden. Das Weil das ist dann sogar noch schlimmer, weil dann kann man nämlich gar nichts mehr dagegen machen, weil es dann ja sogar noch legitim ist, sage ich mal. Deswegen, wir müssen erstmal gucken, dass wir erstmal, bevor wir was Neues installieren, erstmal richtig aufräumen, diese ganzen Leute alle an die Wand stellen, erschießen lassen, ja, mit ihren Familien zusammen. so krass, so Das ist krass. nämlich wie Unkraut. Ich sage immer, das ist wie Unkraut, sonst kommen die immer wieder. Und die Kinder sind ja auch trainiert und ausgebildet und gechippt und Gehirn gewaschen. Und ja, wir müssen halt eine Gesellschaft wieder aufbauen, wo wirklich Empathen, gutherzige Leute mit einer hohen Intelligenz und so weiter und so fort, dass die halt wieder oben sind. Ne? Da hat Dr. Catherine Horton auch mal ein gutes Video gemacht, das hieß The Empire of Bullshit. Müsst ihr mal alle bei YouTube eingeben, The Empire of Bullshit. Also auf Deutsch das Imperium des Bullshits. Und da hat ihr das aufgeklärt, wie halt die Geheimdienste systematisch halt diesen Dreck von unten an die Spitze der Gesellschaft packen und diese ganzen klugen Leute dann, diese ganze Wissenschaft. Unerhalten. Ja, Ja, es ist ja. so. Es ist so, ja. Ja, also ich bin ja normalerweise gegen Todesstrafe und so, aber bei dem Sonderfall da hier, ich sag mal, wenn ein Mensch dazu in der Lage ist, ein anderer Mensch so feige, so hinterhältig, mit Militärwaffe, ein Unschuldiger, Unbewaffnete, so bestialisch zu quälen, hat er nichts anderes verdient als eine flotte Kugel durch den Kopf. Das muss ich so an der Stelle auch sagen. Ja, die haben nichts anderes verdient. Die gehören an die Wand gestellt und gehören abgeknallt. Ja. Ja, vor Zumal allem ich. ja die Bundes, ich sag mal, letztendlich, also mein Eindruck ist ja sowieso, dass es ja in Amerika und so überall ist. Die Hauptschuldige sind ganz klar hier die CIA. Allerdings, der Bundesnachrichtendienst begeht hier Hochverrat. Das ist sowieso der Tod normalerweise in militärische Kreise sowieso. Du wirst ja erschossen. Das war schon immer so. Das wird auch immer so bleiben. Der ganze Bundesnachrichtendienst, der Verfassungsschutz, das sind alles Hochverräter und Landesverräter. Die tun hier nicht das deutsche Volk für das, wo sie bezahlt werden und für das, wo sie da sind, schütze. Ne? Ne? Die tun sich da noch bereichern bei der CIA und so, haben dann ihre Macht, ihr bestimmt die, weil die CIA gibt denen ja noch freie Bahnen und noch mehr Möglichkeiten, wo sie sowieso schon haben, Technik und so weiter und so fort, und nutzen das vollkommen aus und gehen damit auf die Bürger los, feige und hinterhältisch. Und nee, das ist Todesstrafe, absolut, ja. Wieso? Ja. Schluss, kann ich immer nur wieder sagen. Ja, man muss ja dazu auch wissen, man muss dazu auch wissen, dass die Geheimdienste, ich verweise immer gerne auf Dr. Catherine Horton, die macht richtig, die richtig guten Job. Für mich ist diese Frau ein richtiger Engel. Ja. Die standen nie unter staatlich sage ich auch ungern das Wort, aber staatlicher Kontrolle, die hatten schon immer freie Bahn. Es ist im Prinzip ja, eine staatliche, ja, wobei der Staat an sich, der ja kein Staat ist, ist ja auch eine Mafia, aber das ist wirklich nochmal eine Stufe höher. Das ist im Prinzip eine Mafia, die vom Steuerzahler lebt. Der Geheimdienst, was die machen, ja, die machen letzten Endes nichts anderes als Kindersexhandel, Drogenhandel, Leute implantieren, Leute töten, Leute gangstalken. Und man kann sich übrigens ausmalen, Leute, die sich daran beteiligen und das machen, das sind nicht die intelligentesten und die klügsten und vor allem Leute. Das sind dann, Dr. Kessen Roth nennt das die Dregs of Society, also der Dreck der Gesellschaft dann quasi. Ne? Richtig, richtig, ja. Ist ja wirklich so. Ja, ist Wahnsinn. Aber das muss an die Öffentlichkeit. Ne? Weil ja die meisten Menschen denken, oh,
Der Geheimdienst dort, der ist für unseren Schutz, der hockt den ganzen Tag nur vor dem Computer und tut Gefahrenabwehr, so, tut es aussortiere, sucht die Ja. Terroristen durch die Rohdaten von der Datenspeicherung und so mit Hilfe der NSA Terroristen weltweit zu finden, zumal man ja noch dort dazu sagen muss, und ich tue das extra immer in jedem Video betone, was ich mache oder im Stream. Dass man, und das hat man mich absichtlich wissen lassen, um mich damit eigentlich verrückt zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Man hat mich wissen lassen, dass man mit elektromagnetischen Frequenzen, mit Welle des Gehirns, dass man das dechiffriert hat und die ganz genau wissen, was man denkt in Echtzeit. Das heißt, die können aus der Distanz, ohne dass man Kabel an den Kopf anschließt, können die Gedanken aus der Distanz lesen. Da verweise ich auch nur an das DARPA-Projekt, das nämlich extra gemacht wurde. Das DARPA-Projekt läuft. Jo, auf Hochtouren, das extra ist, gemacht wurde, um Menschen Mind zu kontrollieren. Damit macht man ja das Mind Control, die Hirnwäsche. Ja, weil man im Gehirn bestimmte Gedanken blockieren kann, andere Gedanken einpflanzen kann, wo die künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Wie man mich das hat wissen lassen, das ging um mein rechtes Knie. Da war ich hier im Bett gelegen. Und ich habe gedacht, der hat mir in das Knie geschossen. Und ich habe dann gedacht, hoffentlich schießt er mir nicht wieder rein. Und als ich das gedacht habe, oder batz, direkt wieder ins Knie reingeschossen. Und dann, das hat sich immer öfters wiederholt und wiederholt. Und irgendwann war ich dann so im Bett gelegen, habe gedacht, sag mal, Alter, lesen die mir meine Gedanken oder was? Und dann hat es mit dem Voice-to-Skull richtig angefangen. Das war die ganze Zeit vorher, ach, so ein bisschen unerschwellig so gewesen. Die können ja, ach, mit jemandem kommunizieren. Aber ich habe das nie so richtig wahrgenommen. Vielleicht ausgeblendet oder so. Aber dort fing es so erst richtig an mit dem Voice-to-Skull. Ne? Mit Zubabble ist eine Frau, genauso wie ein Mann. Ne? Und was auch an der Technik wirklich krass ist, ist, dass man hergeht, dass man die Gedanke, das ist auch noch ein Beweis dafür, dass man Gedanke lesen kann, ist, dass man die Gedanke ausliest. Aber sofort wieder zurückwirft, das Krasse an der Sache ist, nicht, dass man sich wie im Schall selbst hört, sondern dass man die Stimme dabei verändern kann. Und zwar, wenn ich was denke, dann wird das wieder gespiegelt, aber in einer weiblichen Stimme verändert. Das gibt eine Stimmveränderungsscheiße, die Ja. einen persönlich psychisch kaputt machen soll. Ne? Ja, dazu möchte ich gerne mal sagen, ja, mir hat man über Voice-to-Skull auch schon gesagt, was ich schon vermutet hatte. Also über diese Synthetik-Telepathie. Dass wohl, ja, wie gesagt, so oder so 90%, was sie mit den Opfern machen, ist halt Psychospielchen. Ne? Wie gesagt, man kann davon sterben. Habe ich auch schon von Fällen gehört. Da gab es wohl in Amerika so einen Fall, da ist so eine Frau gestorben, weil die dachte, die hat Krebs und die stirbt daran, die ist dann gestorben. Also die Psyche hat schon, aber war irgendwie gar nicht krank, aber diese Psyche, die hat schon einen immensen Effekt und deswegen bearbeitet man uns ja auch so psychisch, damit wir dann letztendlich sterben und kaputt gehen. Und das meiste, was Gedankenlese betrifft, das sind Gedanken von denen, die werden eingesendet und die Opfer denken dann, es sind deren eigenen Gedanken und die werden gelesen. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur ja, eine Einsendung von denen. Also ich kann euch an deine Zuschauer jetzt sagen, wenn ihr so ein schwarzes, es ist komisch, das zu beschreiben, aber die Opfer wissen, was ich meine, so wie so ein schwarzes Bild, was man im Kopf sieht, hat. Und das ist dann so leicht schwarz alles. Das ist eine Einsendung vom Geheimdienst. Genau. Also wenn man sowas im Kopf halt hat und sieht, und ich rede auch nicht von den Augen, sondern richtig so Mit dem Geist sehen. Image to Skull nennt sich die Technologie. Also nicht Voice to Skull, also Stimme zu Kopf, sondern Bild zu Kopf, Image to Skull. Das sind dann auch Einsendungen vom Geheimdienst und das heißt also, ja. Ja, und es wird echt höchste Eisenbahn, dass das alles aufgedeckt wird, ne? Deswegen, es ist vollkommen egal, wer Präsident ist, wer in den Polizeiwachen sitzt, wenn die Leute nicht mal
ihre eigenen Gedanken von, sage ich mal, eingesendeten Gedanken unterscheiden können. Das ist hochgefährlich, diese ganze Technologie, ne? Und momentan ist sie in den falschen Händen. Dazu muss ich auch sagen, man kann sich damit auch ein schönes Leben machen. Wenn das alles erstmal geleakt wird, dann kann man sich ja gegenseitig unterstützen. Wir bräuchten auch keine Telefone mehr mit dieser ganzen Synthetik-Telepathie-Scheiße. Bloß es muss halt an die Öffentlichkeit, ne? Also wie gesagt, ich möchte nicht an dieses System angeschlossen sein, wenn das irgendwann mal geleakt wird, alles, also. Aber theoretisch könnte man das machen für die Leute, die es wollen. Die könnten sich dann implantieren lassen. Und die könnte man dann genauso anpeilen wie ein Telefon 24/7, ne? So wie man das mit mir macht. Also diese moderne Nanotechnologie, die ich im Körper habe. Richtig. Ja. Aber nur mal, do, noch mal kurz zurückzukommen, wegen, weil die meisten denken, dass die angeblich die Terroristen und so suchen. Also wenn sie das wirklich wollen würden mit dieser Technologie, die Terroristen hätten keine Chance. Gerade weil man die Gedanken lesen kann. Das heißt, man lässt sie Man macht absichtlich. sich ja so, die Terroristen. Ja. Man, deswegen ist das ja auch so gefährlich. Man kann den Opfern, wie gesagt, terroristische Gedanken halt und Ideen einsenden und Bilder einspielen. Und besonders gefährlich ist das, wenn sich das dann sogar noch nachts abspielt, während man schläft, wo man dann sowieso unterbewusst dann unterschwellig alles aufsaugt. Ja, und dann wacht man auf und ist auf einmal dieses Terrorist. Das geht sowas, ne? Ja, das ist hochgefährlich, ja. Und ja, man muss halt um dieses ganze System, Dr. Catherine Horton spricht ja immer wieder von einem Kriminalkartell, und das ist es auch, ein Kriminalkartell. Oder es ist eine Mafia, es ist ein Kriminalkartell. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, man manipuliert mich natürlich auch 24/7, auch jetzt. Ja, das. Ich habe Rückenschmerzen wie Sauer. Also, auch andere Gründe, aber auch durch die Militärtechnik und diese elektromagnetischen Angriffe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich sehe auch momentan nicht so berauschend aus. Ich bin noch nicht auf meinem Hoch, aber ja, was haben wir Aber denn so, noch? ist es ja. Die sind auch kriminell. Also das sind eigentlich in Wirklichkeit die wahren und die richtigen Terroristen. Ne? Sind sie. Die Geheimdienste sind Terroristen und nichts anderes. Ja, man muss sich dazu, jetzt habe ich es wieder, jetzt, danke, super. Man muss dazu, um diese ganze Geschichte zu verstehen, sich halt auch mal ein bisschen mit diesen Geheimgesellschaften befassen. Und es gibt da übrigens nicht nur die Freimaurer, sondern es gibt auch die Rosenkreuzer, gibt es noch, es gibt noch die Templer. Daraus sind die Freimaurer ja entstanden. Die Templer sind laut Sean Ross, das ist auch ein Aufklärer auf YouTube, mit seinem YouTube-Kanal Central Intelligence Agency. Mit dem blauen Logo Kokain Import Agency mit 30.000 Abonnenten ist das wohl der politische Flügel quasi für die Templer in Friedenszeiten. Genau, und dann gibt es halt noch andere Arme. Es gibt auch noch die Thule-Gesellschaft, die gibt es auch noch. Also für die wollte man mich rekrutieren, da war auch Hitler Mitglied. Es gibt noch den 99er-Orden. Ja, da gibt es noch die Bene-Brith-Logen, da werden nur jüdische Leute aufgenommen. Ja, da hätte ich tatsächlich so auch reingekonnt. Ich habe es alles abgelehnt. Also man wollte mich übrigens auch sehr groß aufbauen. Allerdings, ich habe da kein Interesse dran. Mein Interesse liegt einfach nur daran, wie gesagt, dieses System zu stoppen, dieses Kriminalkartell endlich fertig zu machen. Ja, man muss halt wissen, es gibt keine Bedrohung im In- oder Ausland. Wem gehört denn alles? Sowohl in Russland herrschen Freimaurer und Templer, als auch in Amerika, als auch in Deutschland. So, das heißt, es gehört alles denselben Leuten. Das heißt also, wozu dann ein Auslandsgeheimdienst? Wenn Putin ist genauso ein Freimaurer oder wie Merkel eine Freimaurerin ist, also die verstehen sich blendend. Das ist quasi nur Theater fürs Volk, um die Leute halt ja zu verarschen, abzuziehen, ihres Hab und Guts zu entledigen, Steuern und so weiter. So halten die sich auch an der Macht, ne? Dieser ewige Krieg, diese ewige Revolution, ne? Da hat George Orwell ja mal gesagt: "The war is not meant, it's not meant to be won." Also der Krieg, das war nie das Ziel, irgendeinen Krieg zu gewinnen.
Ne, deswegen macht man ja auch das immer gerne, immer irgendwie wieder Revolutionen finanzieren und das und dies, ne? Und, ja, wenn man keine Feinde hat, dann macht man sich halt welche. So, aber dann kann sich jeder mal die Frage stellen, wenn jetzt Putin Freimaurer ist, ne? Es gibt ja so Stufen übrigens des Erwachens. Stufe 1 ist, habe ich auch mal so ein Bild auf Discord oder so ein Meme gesehen. Stufe 1 ist, alle Altparteien sind doof. Und AfD wählen. Das ist Stufe 1. Es ist aber immer noch See- und Handelsrecht, Parteiensystem. Stufe 2 ist, ja, genau, was ist Stufe 2? Auf jeden Fall gibt es auch mehrere Bewusstseins-Dings. So, Stufe 2 ist Amerika ist schlecht, Russland ist gut. Also, es ist im Prinzip hirnrissig, wenn man darüber nachdenkt. Also, es ist naiv zu glauben, dass diesem globalen Kriminalkartell, diesen Globalisten, nur eine Seite gehört und nicht auch Russland. Die nächste Stufe dann wiederum, die danach folgt, ist dann halt, ja, alle Länder gehören im Prinzip den gleichen Leuten, Freimaurern, Geheimgesellschaften. Die spielen alle mit uns, wie Schach. Deswegen gibt es auch in jeder Freimaurerloge dieses schwarze und weiße Schachbrett. Es ist also Stimmt. egal, ob man hinter Putin in Russland steht, im Kreml, die haben auch Freimaurersymbolik da am Kreml, oder hinter Angela Merkel in Deutschland oder hinter Obama oder Clinton oder Trump oder Hillary in den USA oder sonst wo. Es ist im Prinzip diese Leute. Also wie gesagt, vielleicht kennt ja hier irgendeiner von deinen Zuschauern Hearts of Iron oder Civilization oder ja, diese Leute spielen mit uns. Oder Europa Universalis, das sind Strategiespiele. Die Leute spielen mit uns. So wie wir quasi Strategiespiele spielen oder Schach spielen, spielen die halt mit uns. Ne? Mit uns Menschen. Für die Freimaurer muss man halt wissen, sind wir nichts als ein Rohstoff, der halt klug eingesetzt werden will. Ja. Also wir sind quasi genauso viel wert wie Gold oder Eisen oder im Prinzip hat das sogar noch mehr Wert für die, wie wir, wie ein Menschenleben. Es geht, man guckt halt einfach nur darum, wie kann man im Prinzip effizient seine, es hört sich erstmal krank an, aber es ist so, wie kann man effizient seine Sklaven abernten, wie kann man die in Schach halten, ne? Und so weiter und so fort, genau. Und das erklärt dann auch im Prinzip alles. Und dann kann man sich mal fragen, was machen denn jetzt die Geheimdienste, wenn im Prinzip alles den gleichen Leuten gehört? Dann bleibt ja auch nur noch ein Ziel. Und das ist dann die Zivilbevölkerung und das artet dann so aus und ist auch so ausgeartet. Ja, und jetzt sitzen wir hier, werden beide gequält mit elektromagnetischen Waffen, mit Militärtechnologie, klassifizierter Militärtechnologie, ne? Richtig. Ja, und vor allem, aber das Schlimme ist auch, dass der Geheimdienst sich sogar natürlich auch an Kindern vergreift. Das ist nämlich auch genau das gleiche Kartell, die betreiben halt das, den Kindersexhandel auch, nicht nur den Drogensexhandel, auch den Kindersexhandel. Und das ist vor allem eine Information, die muss an die Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich auch alles abgelehnt, was sie mir geboten hatten. Ja, und du weißt es, dass es sich an Kinder vergreift, weil du selber früher Kind warst. Ne? Da haben sie sich ja schon bei dir, ne, Also ja. vergriffen. Das ist ja auch ein Beweis dafür, dass sie das machen, dass es Kinderficker sind. Ne? Pädophile Drecksäcke sind das. Ja, das ist. Pah. Ja, Ja, meine Familie ist eine Freimaurer-Satanistenfamilie. Beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob mein Großvater jetzt Freimaurer ist oder Templer oder. Aber ich kann sagen, ich habe mal übrigens dreimal versucht, für die Freimaurer zu rekrutieren. Da sind dann so Klassenkameraden auf mich zugekommen, haben mich halt mal gefragt. Bei den Freimaurern ist es übrigens so, man kann nicht selber die Leute reinholen, die man reinholen will, sondern man muss jemanden anders schicken aus der Loge, der die, also sowas bekloppt ist, der die Leute dann anspricht und dann sagt, ey, willst du rein? Dreimal haben sie es gemacht, dreimal habe ich es abgelehnt, aus diesen ganzen Gründen hier, weil es einfach nur krank ist, weil ich nicht pädophil bin, weil ich nicht schwul bin, weil ich bin asexuell übrigens, das raffen die Freaks von den Geheimdiensten auch nicht. Ich werde hier übrigens auch jeden Tag angeschult, tatsächlich, über Voice to Ich glaube Skull, über diese Militärtechnologie. Jeden Tag seit meinem dritten Lebensjahr, weil ich, wie gesagt, ich bin Projekt Monarch MK Ultra, bis zum Orgasmus stimuliert. Ja. Und ja, und deswegen, das ist mir zu blöd. Ich habe selber erlebt, wie das ganze System läuft. Und für mich ist das einfach nur krank und pervers. Und ja, deswegen habe ich mich halt dagegen entschieden. Genau. Und versuche jetzt halt, wie gesagt, mein Leid öffentlich zu machen. Ne? Was da richtig ist, das ist schmal. Das bleibt auch nicht mehr. Da hat Dr. Catherine Horton auch gesagt, es gibt drei Phasen: Freeze, Flight und Fight. Also einfrieren oder erstarren, flüchten und kämpfen.
Erstarrt bin ich schon gewesen. Fliehen geht nicht. Wohin willst du fliehen? Du kannst weder nach Russland fliehen. Also dieser Whistleblower Brian Tew, der hat mal gesagt, man kann wohl nach Ecuador oder Bolivien oder irgendwie so kleine Nationen, vielleicht auch Nepal, wo halt nichts los ist. Aber die Frage ist halt auch, wer will da hin? Ne? Und dann kennst du die Sprache nicht. Da lassen sie einen wohl in Ruhe. Aber ansonsten, du kannst doch hingehen, wo du willst. Du wirst ja global, würdest du zersetzt werden. Das ist ja ein Kartell. Ne? Also der Bruno Kahl, wenn ich jetzt ins Ausland gehen würde, nach Amerika oder so, ruft er halt da bei der Gina an und sagt, hier, der Adrian ist da. Jetzt so doof sich das anhört. Ne? Und dann, ja, würde es halt weitergehen. Deswegen ist bleibt uns im Prinzip halt nur die Aufklärung. Ne? Wir können hier Freiheit, nicht. ja. Kämpfe. Ja. Ich sage, jedem Mensch das Recht. Wir Und sind. dazu möchte ich ja, Entschuldigung, ich bin gerade irgendwie nur am Dominieren, irgendwie das. Sehr ruhig. Aber dazu muss ich auch sagen, da hat der Geheimdienst auch eine psychologische Operation den Leuten unterzogen. Und zwar hat der Geheimdienst es geschafft, es einmal über diese paranoide Schizophrenie-Schiene das zu machen, wie Dr. Kessler-Rotten das gesagt hat. Ne? Die Leute haben schon im Unterbewusstsein, ich möchte das und das, ja, das und das ist so und so, aber ich möchte ja nicht paranoid klingen. Das ist dann schon mal einmal so ein psychologisches Programm, was der Geheimdienst installiert hat. Und dann gibt es aber noch ein zweites. Und das ist nämlich dieses, dann, das haben das. Dass sobald jemand den Mund aufmacht, kriegst du von so vielen zu hören, ja, dann hau doch ab. Dann hau doch ab, wenn es dir nicht gefällt. Ja. Das ist das schlimmste Programm, was man den Leuten installiert hat. Warum soll man denn abhauen aus seinem eigenen Land? Wir müssen gucken, dass wir es jetzt hier wieder alles gerade biegen und schön machen. Und zweitens, Richtig. wohin willst du denn abhauen, ne? Ja, das ist auch so. Ja. Wir müssen es reißen. Ne? Man hat ja die ganze Jahre hat man irgendwie das verschlafen, um Ja. Englisch mal hier aufzuräumen. Ne? Ich frage mich. Ich habe schon so viele Anzeige geschrieben, mehrfach bei der Polizei, mehrfach der Staatsanwaltschaft. Ich habe die Geheimdienste angezeigt, der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst, ne? Welcher Mitarbeiter das genau ist. Weiß ich nicht, bei mir sind sie zu feige, sich zu zeigen, die wissen auch warum. Denn ich würde von Notwehr Gebrauch machen. Das wissen die auch. Deswegen zeigen sie sich auch nicht. Und auf jeden Fall, ich habe die angezeigt. Es ist aber nichts passiert. Ne? Also Richtig. das heißt doch ganz klar, das unterlassene Hilfeleistung, das ganze System, so wie das läuft, mit den korrupten Richtern, mit den korrupten Staatsanwälten und der ganze Scheiß, das gehört einfach aufgeräumt. Ne? Absolut, absolut. Dafür kämpfe ich ja auch. Ja. Ja, und es ist im Prinzip auch, wie gesagt, egal wer herrscht, solange halt dieses Militär diese klassifizierte Technologie hat, ist egal, ob der Zaun jetzt rot ist, rot-braun. Ja, Nur ja. rot, nur braun, es spielt ja keine Rolle. Dieses Kriminalkartell muss beseitigt werden. Ja, wie gesagt, mich hätte man auch ganz groß rausgebracht, muss man mir jetzt nicht glauben, aber wie gesagt, ich hätte in die Thule-Gesellschaft rein können. Ja, wie gesagt, und ich wäre ganz groß, hätte man mich aufgebaut über Familie Rosenberg-Binnewies ist das hier in 375-74 Einbeck. Ihr könnt ja mal alle, deine Zuschauer, ihr könnt ja mal alle googeln, Alfred Rosenberg, wer das ist und was der gemacht hat. Der war halt hinter Hitler und der ist auch der Nazi-Partei beigetreten damals. Und ja, genau, ich hätte 500 Millionen Euro vom Iran bekommen können für meinen eigenen Hisbollah-Ableger quasi. Hier in Deutschland und da ja, ich hätte dann hier ein bisschen Unruhe machen können, dass das Militär dann noch die Truppen dann auf die Straße hier stellen kann und ja, wie gesagt, es bringt alles nichts, solange das ist nämlich genau das, was sie wollen. Krieg, Bürgerkrieg, also ich bin tatsächlich hier die Bürgerkriegsplanung, wie gesagt, das muss mir keiner glauben, ich sage es offen raus. Was du und was ihr alle, also deine Zuschauer, mit dieser Information dann macht, ist euch überlassen. Ich habe übrigens auch eine Webseite, www.adrian, können wir ja alles in die Beschreibung machen, adrianmilosevic.weebly.com. Ich habe mir so einen amerikanischen Hoster bewusst gesucht, weil Deutschland ist schwierig und europäische Hoster, wenn dann irgendwie die Regierung sagt, das und das muss gelöscht werden, ne? Wenn das dann Ja. in Amerika ist, ist das dann schon ein bisschen schwieriger.
Eine Domain kann ich mir leider nicht leisten, möchte ich auch nicht, weil dann kann ich es irgendwann nicht mehr bezahlen. Aber alle Leute haben dann diese domain.com.de.net im Kopf dann und dann kommen sie nicht mehr auf meine Seite. Deswegen werde ich das einfach bei dieser Domain belassen. Und da steht auch nochmal, wie man mich aufbauen wollte und ja, und Links zu anderen Whistleblowern und Patenten und ja, und ich möchte im Prinzip eigentlich nur, dass der Kindesmissbrauch an mir aufgedeckt wird und dieser Kindersexhandelsring, wo auch mein satanistischer Großvater drin verstrickt ist, der natürlich bis heute noch alles abstreitet. Also ist schon lustig. Man möchte mich irgendwie in diverse Geheimgesellschaften reinziehen. Ich hätte auch für den BND arbeiten können, ich hätte für die CIA arbeiten können. Und ja, und trotzdem wird von der Seite meines Großvaters natürlich alles abgestritten. Von meiner Mutter wird auch alles abgestritten. Ja, das ist ja halt diese Monarchkacke und deswegen, das wichst, das widert mich so an. Ja, weil das ist das System, was weg muss. Dieser Kindersexhandel, Projekt Monarch, MK-Ultra-Gehirnwäsche durch die Geheimdienste. Und wir brauchen hier nicht irgendwie, wobei ich würde es begrüßen, wenn die Deutschen mal so ein bisschen wären wie die Houthis oder die Hezbollah. Die müssen sich nicht in die Luft sprengen oder so, um Gottes Willen. Aber wenn die mal so ein bisschen diesen Kampfgeist hätten hier, die Leute, und diese Kampf, ne? Mal diesen Fanatismus. Ich denk, dass das mit Masse Mind Control weggenommen wurde. Absolut. Deswegen gibt es ja auch diese Mobilfunktürme überall. Ich meine, was ist denn das? Das ist Militärtechnologie, ne? Das ist Militärtechnologie, nichts anderes. Das wurde aus diesen elektromagnetischen Waffen, die man seit 19, den 1920er Jahren entwickelt hat. Daraus wurde man das entwickelt, hat man das entwickelt. Ja, und jetzt stehen im Prinzip, das sind Waffensysteme. Mobilfunktürme sind Waffensysteme, die man überall installiert hat. So, und es ist egal, wer herrscht, solange du alle Leute mind controlst und die Leader vor allem mind controlst, kommst wie gesprungen, ne? Ja, es ist so. Ja. Da gibt es ja auch die riesige Hub-Alert zum Beispiel, da hat man ja auch gut rumgeforscht, ne? Kennt ja Ja, jeder. Alastra hier und IceCat und wie das alles heißt. Und Ja. in Rostock ist ja wohl auch eine, ne? Ja, es ist so. Hier wird alles und jeder manipuliert und die Leute schnallen es halt nicht, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert. Ne? Weil die meisten können sich auch nicht denken, hä? Wie wollen die mein Gedanke lesen oder wie wollen die mein eigene Gedanke, mein Ich, wie wollen die das überhaupt verändern? Die meisten verstehen es ja gar nicht, wieso das überhaupt funktioniert. Und dass es überhaupt funktioniert, die meisten wissen es halt einfach nicht. Aber es geht wirklich tatsächlich. Weil wenn man ein bisschen noch recherchiert, muss man nicht lange noch gucken im Internet, wie das Gehirn funktioniert. Das Gehirn funktioniert elektromagnetisch. Ja. Genau deswegen, das ist der Schlüssel dazu, dass man es machen kann. Und wenn du irgendwas denkst, wenn du siehst, dein Hirn wandelt es also dein Gehirn wandelt es um, Bilder, Sprache, das wird alles direkt umgewandelt, elektromagnetisch. Und wenn du Geräte baust, die diese Frequenzmuster, was im Gehirn abgeht, wenn du das dechiffriert hast, und ich meine von den 1920er Jahren, wir leben 2021, ne? Also so hat man das mit Sicherheit schon dechiffriert. Ne? Ist so logisch, ist klar. Vor allem speziell die Hirnforschung, die hat man ja so vorangetrieben, ist doch klar, dass man das mittlerweile kann. Und das ist alles dechiffriertbare. Nur, dass diese Drecksäcke, ich meine, das Gedankenlesen ist so die Endsache. Das ist schon eine Profi-Frechheit. Aber dass man dann noch eine künstliche Intelligenz entwickelt, der Algorithmus vom Gehirn, von dem Menschen, der Algorithmus studiert und auf den Algorithmus basierend von der Person, dann der Computer weiß ja, wenn die und die Situation ist, er denkt jetzt so und so, er würde jetzt so und so handeln und da kann die KI drauf eingreifen. Anstatt ich dann der linke Weg gehe, der direkte und der schnelle Weg ist, kann der Computer mir quasi vorgeben, ne, ich nehme heute mal der rechte zum Beispiel, weil ich bin ein bisschen länger unterwegs und bin ein bisschen länger an der frischen Luft. Klingt für jeden Mensch logisch. Ich bin ein bisschen an der frischen Luft, ist gut, tut mir gut, anstatt zu immer der linke Weg gehen würde, weil der einfach schneller ist. Ja. Aber so bist du schon manipuliert worden, indem du einfach der rechte Weg gehst. Ja, das ist Mind Control. Das ist eine Frechheit. Ist eine Frechheit, ja. Das ist einfach krass, was man schon machen kann. Und die machen das in ganz großem Stil sogar. Nur es gibt halt solche Leute, also so Betroffene wie wir jetzt, wo es halt richtig zu spüren kriegen, ne? Warum die uns ausgewählt haben und uns so bestialisch wollen, das wüsste ich mal ganz gern, warum man das überhaupt macht.
Ja, also ist für mich Rätsel. Vor allem, uns geht es ja noch schlimmer wie deine Terroristin Guantanamo Bay. Ne? Ich meine, wenn wir die Absolut, Ruhe. ja. Wir haben Guantanamo Bay 24/7 jeden Tag, egal wo wir uns aufhalten. Ne? Ist Schlafentzugsfolter, doch. also ich zumindest. Aber du auch. Ja. Schlafentzugsfolter jede Nacht seit 5 Jahren. Implantatfolter. Man muss ja wissen, es gibt jetzt schon für Hunde so RFID-Chips und so einen Scheiß. Und was hat das Militär wohl, was 20 oder 50 Jahre voraus ist? Also es gibt schon so kleine Nano-Lithium-Niobate-Chips und so einen Scheiß. Habe ich auch auf Adrian from the Family Milosevic diesen. Ich kann das ja dann, wenn ich dann am PC bin, schicke ich dir die Links nochmal. Den US Air Force Militärcontractor William Pavelek, der hat das, ja, wird auch wieder bearbeitet hier die ganze Zeit schon. Das ist zum Kotzen. Drückt dann, wie gesagt, Bei hier. mir ist es heftig. Die wollten, Ja. also ich erzähle es mal von mir kurz, man schießt mir richtig extrem stark sogar in den Kopf rein, weil man will, dass ich hier den Stream beende, aber ich bleibe dort trotzdem sitze und mache dort dann das Stream und das Video. Also bei mir ist es richtig heftig, halt extrem stark beschießen sie mir den Kopf. Die sind wahrscheinlich neidisch und eifersüchtig, dass ich mehr in den Birnen habe wie die. Das ist nur so mein Ja, Eindruck. das sind sie. Das Weitere ist halt sexuelle Belästigung, Anusschüsse wirklich jeden Tag x-fach. Ich kann es an meine Zwerg, ich kann es nicht mehr ab, ich kann es nicht mehr zählen. Ne? Mal mehr, mal weniger. Es gab schon mal Tage, da war es nur dreimal, aber es ist halt jedes Mal, wenn ich dann oben mich ins Bett lege und will schlafen oder leg mich auf die Seite und bin am Laptop und dann gehen die immer ans Arschloch. Immer, immer. Es gab in denen über 2 Jahre nicht ein einziger Tag, wo sie mich nicht vergewaltigt haben, Alter. Und das mehrfach am Tag oder mehrfach in der Nacht. Es ist immer Tag und Nacht. Ne? Kopf beschieße, dann greifen die mir noch das Herz an. Kennst du das mit der Herzimpulsschüsse? Du kriegst du Hat quasi man, ja, also ein zweites Herzschlag. ich habe mal gehört, ich habe mal gehört tatsächlich sogar, dass wenn man so ein richtiges Stechen im Herz hat oder auch so ein leichtes Zwicken schon, dass das teilweise auch Versuche der Geheimdienste sind, ja, so eine Herzattacke auszulösen, dass wenn man aber nur so ein Zwicken spürt, dass es dann halt fehlgeschlagen ist, dass das Herz wohl dann doch zu stark war, als dass man es stoppen konnte, ja, und dass das im Prinzip eigentlich schon versuchte Herzattacke ist. Versuchter So Mord. hat man ja den Journalisten Udo Ilfkotte hat man ja ermordet, ne? Der enthüllt hat, dass sie die ganzen Journalisten, wie die über die Atlantikbrücke und alles gekauft wurden, getötet, ne? Ja, Ach der ja, also. was ich noch sagen wollte, die Geheimdienste versuchen natürlich auch, sich mächtiger hinzustellen, als sie sind. Das ist ja auch Teil der psychologischen Operation, ne? Dass die so denken, so, oh, wir sind so on the top und keiner. Das ist, was die wollen. Das Stimmt. ist, was die wollen, dass sich nämlich jeder hilflos fühlt und oh, wir können alle nichts machen, wir sind alle nur so ganz klein und so ganz. Da hat man auch ein Programm, siehst du, das hätte ich schon mal eher sagen müssen, da hat man auch ein Programm in die Köpfe der Leute gespielt. Und dieses Programm kennt jeder. Ach, was soll ich denn als Einziger dagegen machen? Ach, einer kann doch eh nichts ausrichten. Und genau dieses Programm haben ja 80 Millionen, nee, nicht 80 Millionen, mittlerweile sind es weniger geworden. Aber das haben Millionen Menschen halt im Kopf. Und deswegen ist ja auch diese ganze Programmierung über die Medien und das so wichtig. Im Gegenteil, es ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Ihr seid alle Mächtig. hier, die jetzt Sehr zuschauen, ihr mächtig. seid alle richtig mächtig. Und das wissen auch die Eliten. Ne? Wir können mit unseren Gedanken unglaublich viel machen. Ne? Das gibt es auch sowas hier. Da gibt es so einen chinesischen Mönch, der ist auch irgendwie abgetaucht. So Telekinese und Kerzen an und aus und so ein Scheiß, das geht. Deswegen will man uns ja auch unterdrücken und deswegen bearbeitet man uns ja auch so mit dieser ganzen Musik, mit dem ganzen McDonald's-Fraß und dieser ganzen Scheiße, dass wir halt dann wirklich nur ja Arbeitsdrohnen sind quasi für die Elite, für diese Pharaonen, Templer, Freimaurer, Nazi, Kinderficker. Und dass die nämlich nichts machen müssen den ganzen Tag. Und wir schuften für die und die kriegen ihr Geld, ihre Kohle. Ja. Genau. Und deswegen, dieses System widert mich an und mich haben sie genauso kaputt gemacht. Also in Anführungsstrichen jetzt Elite oder nicht. Also mir hat man auch schon einiges geboten, wobei ich auch nicht weiß, inwiefern das stimmt, weil sie mich auch schon angelogen haben mit dem Voice to Sky. Wie gesagt, man hat mich mehrfach. Auch in dieses Psychiatrien sind ja Nazi-Exterminierungslager, deswegen man muss sich auch an alle deine Zuschauer nicht schämen, wenn man schon mal in so einem Exterminierungslager war. Das ist eigentlich wie ein Ritterschlag, ein Zeichen, dass man was wert ist, dass man was kann, dass man irgendwie unterdrückt wird.
mehrfach ins Holzminden gefoltert mit dieser Technologie. Armeos, Albert Schweitzer, Holzminden, die sind auch ganz oben mit dabei. Hier Kindesmissbrauch, Satanismus. Ich schicke dir die Links dann alle. Da ist auch schon mal einer hochgenommen worden und er hat sich dann selber das Leben genommen. Und das läuft natürlich heute noch so weiter. Wie gesagt, mein Großvater könnte das alles enthüllen, wenn er wollte, aber ja, man hat sich entschieden, dass man hier lieber Stillschweigen bewahrt, ja, über diese ganze Chose. Und ja, es ist einfach nur traurig und widerlich und zum Kotzen. Ja, und deswegen kämpfe ich ja halt öffentlich auf YouTube darum, in der Hoffnung, dass ich irgendwie hier zivilen Widerstand aufwecken kann. Ja. Also im Prinzip oder so oder so. Man kann sich über die Psychiatrien streiten. Es sind Nazi-Todes- und Exterminierungslager. Aber so oder so, unabhängig, was man jetzt von diesem Psychiatriesystem hält oder nicht. Und aber das sind halt Psychopathenmagneten, genauso wie diese Positionen beim Geheimdienst halt auch. Das heißt, früher oder später hat man so oder so Psychopathen dann da sitzen. Einfach weil es ist einfach so, Gesetz der Systemanalyse, da kannst du gar nichts machen gegen. Kontrollpositionen früher oder später werden immer von Psychopathen eingenommen. Die installieren sich dann weitere Psychopathen unter sich, um sich herum und so weiter, tralala. Ne? Ist so, ja, Und ist so. deswegen, früher oder später ist das System dann so wie Katrin Horten das sagt, oder Katharine, Deep Captured, und das heißt, früher oder später hat man sowieso Kinderschänder so oder sitzen. Es ist also gar nicht mal so weit, liegt gar nicht mal so weit entfernt, aber die Leute wollen das irgendwie einfach alle nicht raffen. Ne? Und deswegen habe ich mir dann immer irgendwann gedacht, so Adrian, jetzt musst du mal auspacken, es macht ja sonst keiner hier in Einbeck. Es sind ja alles nur Freimaurer und Loser und deren Handlanger hier. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt packst du aus. Du wirst hier sowieso ermordet, du hast sowieso keine Privatsphäre mehr und du brauchst von diesem System nichts, du willst von diesem System nichts, außer dass es zusammenfällt. Also gib dein Bestes hier, kämpfe. Ja. Nee, auf jeden Fall, das müssen sich die Leute noch verändern und dann müssen wir den Stream auf jeden Fall auch bald beenden oder die Aufnahme besser gesagt. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ich habe jetzt hier noch 22%. Aber wir machen ja auch schon lange, ne? Stunde oder so, wenn das für Ja. dich okay ist, ne? Wir können ja gerne nochmal eine Fortsetzung machen. Ich Machen hoffe, wir es auf ist okay jeden so. Fall. Auf jeden Fall, ja, Psychiatrien sind auf jeden Fall Nazi-Exterminierungslager. Es ist einfach Auschwitz, nur halt rebranded. Da steht halt jetzt Psychiatrie, ne, um halt die Leute wie mich mundtot zu machen, so MK-Ultra-Opfer halt. Ja, damit denen halt auch keiner glaubt. Das ist halt ein Judenstern und nichts anderes. Wie gesagt, ich schicke dir die ganzen Links dann. Genau. Ja, und deine Zuschauer, ihr alle jetzt. Könnt ihr ja dann auch mal schreiben, ob ihr gerne noch eine Fortsetzung wollt. Ansonsten auf meinen Kanälen könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Aber nur Genau. so, dass jetzt nur die Leute auch sehen, dass es wirklich ein groß angelegtes Ding auch ist. Deswegen machen wir das auch jetzt mal zusammen. Ich habe schon mit Marc van Garau auch zusammen ein Video gemacht und so. Ja, das sind wirklich viele Betroffene, ne? Also wirklich sau viele. Zwölfe. Und das muss an die Öffentlichkeit und was ich auf jeden Fall fordere, ist für uns alle, für jeden Betroffenen, eine saftige Entschädigung. Die sie uns Ja, zu im bezahlen dreistelligen haben. Millionenbereich, im Jeden, dreistelligen jeden Millionenbereich. Fall, jeden Fall. Die kommen ja nicht einfach so billig davor, diese Missgeburten. Nee, wenn man überlegt, wie ich hätte selber Millionär, also jetzt in meinem Fall, Millionär mit Bitcoin werden können damals. Das heißt, also ich habe mindestens selber schon mindestens allerunterste Schmerzgrenze, 3, 4 Millionen Euro Schaden, so dadurch. Also das lasse ich nicht durch die Lappen gehen. Also mir stehen schon mindestens 100 Millionen zu. Man muss überlegen, dann werde ich noch 17 Jahre dazu vergewaltigt, elektromagnetisch. Wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass ich 21 bin. Offiziell bin ich 18. Ja, ich bin immer noch besser dran. Es gibt Leute, die haben gar keine Geburtsurkunde, die existieren dann gar nicht. Auf jeden Fall werde ich so oder so, also mindestens seit 10 Jahren, auf jeden Fall seit meiner frühesten Kindheit, elektromagnetisch vergewaltigt bis zum Orgasmus, in der Hoffnung, mich halt schwul oder pädophil zu kriegen, aber das funktioniert nicht. Mich in diese Thule-Gesellschaft, in diese Freimaurer-Templer-Kacke reinzuziehen, aber ja, alles abgelehnt. Ich will mit dieser Lachstädter-Familie auch nichts mehr zu tun haben. Deswegen, ich mich überall nach meinem, den habe ich den Namen meines Vaters halt angenommen.
Adrian aus der Familie Milosevic. Die Person heißt natürlich noch Adrian Lachstedt, aber das ist ja nur die Person, das hat ja mit mir nichts zu tun. Ne? Ja, die haben uns auf jeden Fall eine saftige Entschädigung zu bezahlen. Na? Und dann alle die Körperverletzung. Ja, na. Wir wären schon längst alle Multimillionäre, wenn man uns mal anfangen würde, auszuzahlen. Ja. Das haben sie auch zu machen. Da kommen sie auch nicht Deswegen dafür. will man die Leute ja auch loswerden, ne? Wegen der ganzen Entschädigung, ne? Und natürlich auch Beweise vernichten. Ja, man möchte natürlich hier auf 28 Millionen runter, ne? Von diesen 80 Millionen auf 28. Das Ja. macht man jetzt mit diesen Corona-Impfungen, das macht man jetzt mit. Versucht man ja zu Amokläufer zu machen mit dieser Technologie, die dann auch andere Leute noch umlegen. Ne? So kann man dann auch noch die Bevölkerung minimieren und sowas. Dazu Ne? würde ich gerne was erzählen. Das ist, und dann müssen wir auch bald den Stream beenden. Ja. Ja, ich sage mal Stream, aber es ist ja eigentlich eine Aufnahme. Ja, eigentlich wollten der Daniel, wir wollten das ja eigentlich live streamen, ne? Aber dann, ja, eben hattest du Probleme mit deinem Computer gehabt und dann, ja, hat das andere auch nicht so geklappt, ne? Ja, musstest du jetzt nicht übers Handy machen. Ja, ich mache es auch übers Handy. Ich habe am PC auch keine Webcam und nichts. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen gut. Ich habe das Handy auch eben nochmal abgeputzt und Mikrofon und alles und die Kamera. Ja. Ist ganz schön düster draußen. Nee, auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber das. Das müssen die Leute auf jeden Fall begreifen, was hier los ist. Jetzt oder nie. Jetzt an die Öffentlichkeit. Jetzt kämpfen. Na, wie gesagt, man kann das auch machen, wenn man jünger ist. Wie gesagt, ich bin jetzt offiziell 18 beziehungsweise 21 mit drei Fragezeichen. Ne? Ja. Ne? Also egal, wie alt, wie jung man ist, man muss jetzt wirklich Finger aus den Arsch, sonst wird das hier alles nichts mehr. Und wie gesagt, nee, also ich wäre eigentlich übrigens, und deswegen mache ich auch diese ganzen Videos und diese ganze Enthüllung. Ich wäre normalerweise, wäre ich eigentlich seit 3 Jahren tot gewesen. Ja, weil mich wollte man erst zu so einem Amokläufer machen, hier in der Löns Realschule in 37574 Einbeck. Verhindert wurde das Ganze nur, nicht durch den BND, nicht durch mich, durch eine Internetstörung von Vodafone. Die ging dann 3 Wochen. Ich konnte mir dann halt keine Waffe bestellen aus dem Darknet. Damals konnte man noch so Bitcoins kaufen ohne Verifizierung mit Perso, und hatte ich damals auch noch nicht. Und den wollte ich auch ganz lange Zeit nicht, weil ich das ja alles wusste, weil ich seit 7 Jahren schon hier auch aktiv bin in dieser Wahrheitsbewegung. Also hier Conrebi und sowas alles. Und dann, nee, auf jeden Fall, ja, und dann wäre diese Internetstörung gewesen, nicht gewesen, hätte ich mir eine Waffe gekauft, hätte mich, den Schulleiter und ein paar andere Freimaurer-Krüppelkinder hier von der Behrens-Familie. Behrens ist auch eine Freimaurerfamilie übrigens, hier in 37574 Einbeck. Also ich kann ja mal kurz die Freimaurerfamilien hier sagen in Einbeck, wenn das okay ist. Ah ja, klar, macht das. Also einmal ist das die Familie Behrens, die ist ganz oben mit dabei, die Familie Baye, Baye, die Familie Lachstetter, die Familie Rosenberg, die Familie Binnewies und die Familie Römermann, insbesondere Thomas Römermann, ja, der steckt hier ganz tief mit drin, wohnt in der Harlandstraße 8. Harlandstraße 10. Hier in Einbeck, genau. Er ist Satanist, arbeitet auch in der Psychiatrie, in diesem Nazi-Todeslager da in Holzminden. Ja, hat ganz enge Verbindungen mit Little Epstein, so nenne ich ihn immer, meinen Großvater. Genau. Ja, wie gesagt, ich kämpfe halt dagegen an. Das muss man sich auch mal geben. Ich kämpfe gegen meine Familie an. Ich kämpfe gegen ein 200 Jahre altes Kriminalkartell an. Die Freimaurer, die Thule, gut, die gibt's, die Thule-Gesellschaft. Oh, jetzt regnet es. Ja, passt, ne? Ich kämpfe an und jetzt, ja. Ne. Naja, auf jeden Fall fängt es an zu schiffen. So, also, Thule-Gesellschaft, Freimaurer, Templer. Und das in meinem Alter. Ne? Das ist eigentlich gar nicht mein Job. Das ist eigentlich der Job theoretisch der Geheimdienste und dieses Jetzt Bundeskriminalamt und die ganzen. schätzt dabei machen sie selber, das ist es ja. Aber das ist auch das, was ich schon oft in meinen Streams gesagt habe, weil ich weiß so, was die Technologie kann. Bei mir hat man das jetzt noch nicht probiert irgendwie.
mich zum Amokläufer zu machen oder so, aber ich wüsste, was die Technik in der Lage ist. Und wenn ich an den Tobias R. oder wie er da heißt, ne, der wo da in Hanau Amokläufer ist, der hat ja auch über die Geheimdienste genau das Gleiche gesprochen, und hat ja da Haufen Leute umgelegt und hat ja auch die Videos und so gemacht. Und hat ja auch gesagt in seinem Video, in seinem Abschiedsvideo, dass diese ganze Amerikaner aufstehen müssen, dass die alle unter mein Kontrolle stehen von der CIA und so. Das war alles nicht gelogen, was der da geschrieben hat. Gut, er war ein bisschen rassistisch. Ich weiß nicht, ob die Geheimdienste das dazu erfunden haben. Ja, Machen sie ganz gerne, das aber. ist, also mir wurde über Voice to Sky schon gesagt, der war wohl in der Ausbildung beim BND und das haben sie ihm angehangen. Also, das, da, es war wohl, es gab wohl auch, ja, man muss vorsichtig sein, weil man das auf YouTube offen nicht besprechen kann, sonst ist das Video wieder weg. Also am besten alle downloaden gleich. Ja, wie gesagt, genau, und es gab wohl auch zwei Attentäter. Ja, wenn die Medien, ich sag mal so, wenn die Medien irgendwas erzählen, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht stimmt. Also, wie gesagt, die haben uns so oft belogen. Ich sag mal so, 9-11, ne, ist ein Beispiel. Es weiß mittlerweile jeder Zweite, dass das so nicht stimmt, dass das so irrational ist, dass es eine kontrollierte Sprengung vom CIA war. So, das ist ein Beispiel. Dieses Bild wird bis heute aufrechterhalten. Es gab keinen Sender, der mal irgendwie gesagt hat, ja, das stimmt ja so gar nicht. Warum? Weil es alles diesem Freimaurer-CIA-Kriminalkartell gehört. So. Das ist ein Beispiel, die nächste Lüge. Ja, lass mich überlegen, was haben wir denn noch? Klimawandel gibt es auch nicht. So, ist genauso eine Lüge. Wird auch aufgebaut. So, warum sollen die Medien dann in diesem Hanau-Fall die Wahrheit sagen? Warum sollen die Medien bei dem Tod Kasım Soleimanis oder Slobodan Milosevic die Wahrheit sagen? Also beide leben noch, sowohl Slobodan Milosevic, der Präsident Serbiens, als auch General Kasım Soleimani. Der wurde nicht mit einer Drohne eliminiert. Also, das ist totaler Blödsinn. Das ist genauso wie 9-11. Ich Oder weiß, deswegen. das mit Gaddafi war auch eine Lüge, wo sie ihn ermordet haben. Der hätte angeblich Chemiewaffe oder Massenvernichtungswaffe oder sowas gehabt. Haben sie nie gefunden. Genauso gelogen. Ja, so läuft das, ne? Alles gelogen. Alles klar, auf jeden Fall. Danke ich dir, do, wegen dem Video. Das lade ich jetzt danach hoch. Du schickst mir auf jeden Fall noch die ganzen Links. Das mache ich gleich vom PC dann, ja. Das dauert dann ein paar Und Minuten, bis ich das umgeschaltet habe. das war auf jeden Fall richtig korrekt, weil dass die Leute auch sehen, wir sind gar nicht bekloppt, sondern hier läuft eine richtige asoziale Scheißnummer ab. Absolut. Wie Dass gesagt. wir ach in der Lage, ich meine, die Leute müssen jo, auf der einen Seite können sie uns das auch danke, dass wir so viel Mut und sowas gehabt haben, das überhaupt öffentlich zu machen. Die meisten trauen sich nicht, weil sie wissen, die kriegen einen Herzinfarkt oder Hirninfarkt oder schon irgendwie was Das geschossen. ist im Und sind die Prinzip. dann, ne? Ich meine, wir sind ja sowieso quasi, wir sind ja sowieso schon tot. Und deswegen, das muss an die Öffentlichkeit, was man macht, was man kann. Und dann müssen wir unseren Arsch bewegen und die Geheimdienste zur Rechenschaft ziehen und in die Schranke zu weisen. Ne? Richtig. Wenn nötig, halt mit Gewalt. Ganz klar. Ja, die haben hier nicht die Macht oder sind nicht hier die Macht, sondern wir als Volk. So sieht's aus, ne? Ja, so, da würde ich gerne noch mal zwei Sachen sagen. Ich erzähle gerne irgendwie. Ne? Also Angst, im Englischen heißt Angst Fear, also Fear, Fear. Und da gibt es einen Spruch, der nennt sich False Evidence Appearing Real, also falsche Beweise, die real erscheinen. Also Angst ist nichts anderes als ein Kontrollsystem der Elite. Ja, das sind im Prinzip, nicht im Prinzip, es sind falsche Beweise, die real erscheinen, ne? Also Angst ist komplett sinn- und sinnfrei. Ja, also kann man vergessen. Und der Grund übrigens, warum ich weiß, dass der Soleimani noch lebt, wie gesagt, dazu muss ich natürlich sagen, ich kann nicht sagen, ob es der echte war, aber ich habe den hier auch schon. Jetzt gehen sie los, denken sich alle, ein Zuschauer, der hat so einen Schaden weg. Nee, wie gesagt, eigentlich ganz einfach nachvollziehbar. Wie gesagt, mein Großvater hat halt Verbindung, ist Hochgrad Sa Freimaurer Satanist. Hat Verbindung zur Familie Rosenberg, die halt auch schon hinter Hitler war, den kräftig mit unterstützt haben, aufgebaut haben. Und dementsprechend, mich wollte man genauso aufbauen wie Hitler mit Projekt Monarch Beta. Ich möchte aber nur, dass das aufgedeckt wird und nicht irgendeine neue Regierung im See- und Handelsrecht mit Militärfreaks, die alles kontrollieren.
Deswegen, und dieser Soleimani, der ist hier sogar mit einem Einbänker-Kennzeichen hier schon durch die Gegend gesaust. Ich weiß allerdings, das war spät abends. Also ich habe auch Präsidenten in meinem Gangstalking involviert. Ich kann allerdings nicht sagen, ob es die Originalleute sind oder ob es die Doubles sind. Also ob das irgendwelche Körperdoubles sind, die man dann auch mit in der Maske irgendwie bearbeitet hat oder so angezogen hat oder. Das kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall, ich meine, es sind aber die echten, weil man mich auch so aufbauen wollte. Also den Soleimani habe ich schon gesehen mit Einbecker-Kennzeichen. So der Supreme Leader, Sajid Ayatollah Ali Khamenei, der saß hier in Einbeck schon mal auf einer Parkbank. Es war auch so wie jetzt, so ein dunkles Wetter, es war nur am Regnen, ich hatte kein Handy dabei. Mich kann man allerdings 24/7 orten. Die wussten, dass ich kein Handy dabei hatte. Ja, das machen die halt auch so zum Traumatisieren. Also wie gesagt, der Ayatollah war schon hier. Und Präsident Slobodan Milosevic, der ja angeblich tot ist, habe ich auch schon gesehen hier. Und da haben sie auch im Albert Schweitzer, Beutikum ist ein Nazi-Todeslager, wo Römermann arbeitet, der Satanist, in Verbindung zu meinem Großvater, der wiederum Verbindung zu den Rosenbergs hat, hat man so gesagt zu mir, Adrian, meinst du, ja, irgendwie kam das auch mit dem Slobodan Milosevic auf den Tisch und da haben sie zu mir gesagt, Adrian, meinst du nicht, er lebt noch? Ja, und dann habe ich den hier ein paar Monate später hier in Einbeck gesehen. Ich weiß nicht, mit was für ein Kennzeichen der hier rumgefahren ist. Wie gesagt, das sind ja alles Hochgrad-Freimaurer. Es ist eine Mafia, ein Kriminalkartell. Die können sich das erlauben. Die sind natürlich, der Iran ist natürlich nicht wirklich verfeindet mit Deutschland oder Amerika. Die sind alle befreundet. Das ist wie Profi-Wrestling, ne? Oder Fußball. Also, nee, und der saß dann hier auf einmal auf der Parkbank. Ich dachte mir, what the fuck, what's going on here? Was will der Ayatollah hier jetzt auf einmal? Ja, ich war dann halt auch traumatisiert. Bin dann weitergegangen und ja, wie gesagt, Handy hatte ich nicht dabei gehabt, glaube ich, so. Und dann, ja, aber wie gesagt, es bringt alles nichts, solange hier diese Militärtechnologie verdeckt eingesetzt wird. Wie gesagt, was natürlich sein kann, dass es auf jeden Fall Double sind oder so, Körperdouble. Für halt, um mich in irgendwelchen Denkweisen zu programmieren oder so. Aber ich habe auf jeden Fall den Sajid Ayatollah Ali Khamenei hier gesehen, der oberste Führer des Irans. Präsident Alexander Vucic aus Serbien, da wollte man mich auch als Präsident einsetzen. Und Slobodan und den Soleimani. Das ist schon krank, also was die Geheimdienste für einen Aufwand Ja. für mich betreiben. Ob es jetzt nun die echten oder die Doubles sind. Ne? Aber trotzdem. Das ist schon krass, ja. Das ist so passiert. Das muss mir keiner glauben hier, das erwarte ich auch nicht. Die Doch, Leute können sich schminken lassen. ich glaub dir das schon. Ich vermute, das waren Doubles. Die haben ziemlich schnell Doubles und sowas. Damit, die haben auch bei mir haben sie ein Double an den Pennymarkt geschickt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Eduard Käseberg. Ich habe den früher immer verfolgt und so und habe mir immer seine Streams angeguckt. Und eines Tages haben sie mir den Double von Eduard Käseberg, haben sie mal an der Penny. Ja, die haben wirklich einige Doubles. Und seitdem ist er da als Mo öfters und stalkt halt, ne? Ist ein Stalker. Denn Ja, die aber haben vor allen Dingen, ja, jeder Mensch soll ja wohl auch 7 Doppelgänger haben oder so, habe ich mal irgendwo gehört. sowas, ja. Ja, und Präsidenten haben natürlich sowieso Körperdoubles, ne? Die werden dann auch Schönheits-OPs unterzogen, dass die genauso aussehen. Also es kann sein, dass es irgendwie, ja, irgendein Double war oder so, ich weiß es nicht. Ich zerbreche mir da auch den Kopf irgendwie drüber. Ich glaube aber, weil man mich ja so groß aufbauen wollte und weil die Rosenbergs eben ja so hoch in diesem Kartell mit drin sind und auch schon hinter Hitler waren, könnte ich mir auch vorstellen, dass es sogar der echte war. Weil irgendwo muss ja auch meine Finanzierung herkommen, weil man mich ja so als Rebellenanführer hier in Deutschland aufbauen wollte, was allerdings nichts bringt, wenn ich keine Gedankenfreiheit habe, kein gar nichts habe, unter Mind Control stehe und ja, wie gesagt, Projekt Monarch Beta, all diese Leute. Deswegen, das ist auch ein Irrglaube, wenn man glaubt, dass man als Präsident oder so frei wird. Man ist eigentlich noch mehr versklavt wie vorher, weil diese Leute haben am wenigsten zu entscheiden. Die sind nur da zum Winken, Klatschen, rote Bänder durchschneiden, Krankenhäuser einweihen, Reden halten, abkassieren und im Prinzip macht der Geheimdienst, führt ja eigentlich das ganze Land. Und deswegen, das ist das Ja. System, was ich beseitigen will. Dazu gibt es übrigens auch eine Szene.
In Metal Gear Solid, wer das kennt, mit den Lalilulu oder wie die heißen. Jetzt denkt ihr euch alle, jetzt hat der echt einen Schaden. Aber wie gesagt, wem gehört denn die Videospiele und die Filmindustrie? Das gehört doch auch den gleichen Leuten alles. Ja. In dieser Welt kann man nichts werden, ohne Freimaurer zu sein, Templer, Rosenkreuzer oder sonst irgendwas. Das heißt also, die ganzen großen Filmstudios und Videospielstudios gehören Freimaurern und die packen in diese Spiele dann halt auch Wahrheiten rein. Und da in Metal Gear 2 geht's dann halt, gibt es halt diesen Präsidenten. Also wer Metal Gear Solid 2 kennt, ne, Daumen hoch, übrigens, das ist ein tolles Spiel. Ja, und der wollte dann halt Macht haben und so. Und also da wurde das, also in Videospielen wird das dann halt auch enthüllt. Ne? Also Präsidenten haben keine Macht. Ne? Richtig. Das waren alles die Geheimdienste. Ja, so, da würde ich sagen, da beenden wir das Video. Absolut, ja. Wow, es war gute Aufklärung auf jeden Fall. Ich denke, das Video wird auch gut ankommen. Da haben die Leute mal Ich acht. auch, ja. Ja, wir müssen es auch beenden. 15% Akku, wie gesagt, ich habe Rückenschmerzen wie Sau. Man quält mich natürlich auch, wie gesagt, 24/7 hier, weil ich nämlich eben nicht mitmache und nicht mitmachen will. Also ich kriege auch Strafen dafür. Ach ja, ich auch. Ja. Man hat schon angefangen, richtig volle Lotte, volle Power in den Kopf reinschießen. Ja. Egal. Ich bestrafe jetzt, indem ich direkt hochlade. So mache ich das immer. Gerade Super. erst die können mich am Arsch lecken. Alles Ja, klar. Ich dann danke. drücke ich hier, ich drück dir die Daumen, dass das klappt. Und zur Not machst du es irgendwie über PC, über LAN-Kabel. Ist nicht ganz so anfällig wie WLAN oder so. Ich schicke dir jetzt über PC noch die Links und dann, ja, wir hören uns, Daniel. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Deine Zuschauern, den wünsche ich allen jetzt einen schönen, ich sage mal so, ich wünsche euch allen einen schönen Mittag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht, wo ihr das Video seht, ne? Ja, wünsche ich dir natürlich auch. Ja. Gut. Und dank dir, ne? Wir hören uns auf jeden Fall. Ne? Und 6 mach's Uhr. gut. Ciao, ciao. Ciao.